Moin zusammen! Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal wieder einen Smoothie und zwar einen super leckeren und einfachen Detox-Smoothie. Ja, ich weiß, jetzt sagt ihr Detox und lecker, das kann auf gar keinen Fall zusammenpassen. Doch kann es, glaubt mir. Drin ist unter anderem das hier. Rote Beete. Frische rote Beete hat nicht nur jede Menge Kalium und ist daher sehr gut, um sich zu konzentrieren. Die hilft auch zu entgiften und ist entzündungshemmend. Also wirklich ein perfekter Bestandteil für einen gesunden und leckeren Smoothie. Los geht's. Den Anfang macht jetzt auch direkt die rote Beete, die also einmal schälen, klein schneiden und ab damit in den Mixer. Und zu unserer roten Beete kommt jetzt noch Banane, Apfelsaft und zu guter Letzt kommen noch Erdbeeren dazu. Ich habe jetzt gefrorene Erdbeeren. Wenn bei euch gerade Saison ist, könnt ihr natürlich auch frische Erdbeeren nehmen. Wer den Smoothie trotzdem kalt haben will, dann einfach noch ein bisschen Crushed Eis hinzugeben. Jetzt mixen wir einmal alles ordentlich durch. Und jetzt einfach schauen, ob euch die Konsistenz und vor allen Dingen auch der Geschmack zusagt. Wenn ihr das Ganze ein bisschen flüssiger haben wollt, weil ihr nicht so die Fans von dickflüssigen Smoothies seid, gibt ja viele Leute da draußen, dann einfach noch ein bisschen Apfelsaft dazugeben. Wollt ihr das Ganze süßer haben, kommt ein bisschen Banane dazu. Und wenn ihr das Aroma nochmal intensivieren wollt von der roten Beete und vor allen Dingen den Erdbeeren, dann noch ein bisschen Erdbeeren dazugeben. So, dann wollen wir mal probieren. Mmh. Super lecker. Also klar, wenn ihr jetzt keine rote Beete-Fans seid, dann ist das wahrscheinlich nichts für euch, weil die doch leicht durchkommt. Aber dann habt ihr wahrscheinlich eh schon längst abgeschaltet oder gar nicht erst eingeschaltet. Wenn ihr rote Beete mögt, euch das nur noch nicht im Smoothie vorstellen könnt, probiert es einfach mal aus. Es schmeckt echt mega lecker und schreibt mir dann gerne in die Kommentare, ob ich euch überzeugen konnte oder nicht. Zum Servieren würde ich jetzt oben einfach ein bisschen Minze noch draufgeben, also frische Minze, so wie hier. Und dann vielleicht noch so ein paar Scheiben dünn geschnittenen Apfel mit reingeben oder eben Banane. Sieht schön aus und schmeckt auch lecker. Also, ich kann es euch nur empfehlen, versucht es mal aus und wenn ihr Lust habt, dann seid ihr nächste Woche wieder mit dabei. Darüber würde ich mich natürlich super freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da noch auf Abonnieren klicken. Also, tschüss!